Moin, moin. Ich fahre jetzt zum Emmo und dann fahren wir mal was Neues. Und zwar die Mi, glaube ich, ist es, die Mi 1 in Michelstadt. Mit dabei ist mein Moped und ja, ich würde sagen, anschnallen und let's go. Dann fahren wir mal dahin und dann packen wir alles auf den Träger und dann geht's mit Emmos Auto weiter und bis gleich dann. Ciao, ciao. Irgendwie funktioniert das mit dem Frühaufstehen ja auch nur, wenn man Fahrradfahren geht. Und trotz des schlechten Wetters dachte ich mir, na, das kann eigentlich nur ein cooler Tag werden. Emmo ist dabei, endlich mal wieder mit einem Kollegen fahren und neue Trails entdecken. Let's go! Da sind wir. Emmo, sind wir da? Wir sind da. Perfekt, wir Wir sind sind da. da. Wir sind da. Wir Und es ist ganz schön sind da. quatschig. Ja, Kalt. perfekt. Perfekte Condition. Nass, kalt und scheiße. Freue ich mich. Optimal. Hallo Freunde des gepflegten, abfahrtorientierten Radsports. So, perfekt. Wir sind jetzt in Miltenberg angekommen. Ach nee, nicht Miltenberg, bin ich blöd. Michelstadt, Michelstadt angekommen. Genau. Und ja, Emmo zieht sich noch sein Knüpper an. Und ja, wir haben heute. Emmo hat sich jetzt auch endlich mal ein E-Bike gekauft. So ein Light-Gedöns, so ein Focus. Focus. Fahre ich nur im Auto. Ja, und ich bin mit dem Full-Power-Gedöns unterwegs. Und bin mal gespannt, was das heute wird hier. Ich war hier noch nie, also es wird alles einigermaßen blind. Aber ich denke, das sollten wir hinkriegen. Dann wünsche ich viel Spaß beim Video und dann sehen wir uns zwischendrin und auf dem Trail. Bis dann, viel Spaß. Ciao, ciao. So, nach gefühlt 120 Jahren geht es jetzt auch mal los. Ihr habt jetzt auch vielleicht einen besseren Ton, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und oh Mann. Immer diese Nicht-Transmission-Fahrer. Na, ihr habt jetzt einen besseren Ton, weil ich habe jetzt auch eine neue Kamera und gleichzeitig ist da auch ein Mikrofon dran, ein richtiges, von Rode. Also das habe ich mir alles ein bisschen beim Her von und zu Freeride Flow abgeschaut. Und ja, gucken wir mal, hier kommt schon der erste Trail raus, glaube ich, oder einer der Trails raus. Ja, jetzt geht's mal hoch und dann schauen wir mal, was wird, was wird. So, hier sind wir am Start. Mill 1. 25 Kilometer, 750 Höhenmeter. Die machen wir aber nicht. Die machen wir nicht. Wir machen irgendwie mehr oder was? Nee, den ganzen Krempel hier durch die Stadt. Das lassen wir aus. Okay, das lassen wir aus. Also nur Trails fahren. Und es sind einige, wie ich das hier sehe. Oh, gucken wir mal. Gucken wir mal, was wird. Ha? Ja. Es hat die ganze Nacht geregnet. Es hat auf der Hinfahrt geregnet. Es hat währenddessen ein wenig genieselt, aber man lernt ja Radfahren eigentlich bei Nässe, weil bei trockener Strecke kann ja eigentlich jeder Radfahren. Und deswegen war ich trotzdem irgendwie hyped auf den ganzen Kram, der jetzt noch vor mir lag. Und ja, ich wurde an sich nicht enttäuscht. Ein paar Trails waren etwas zu flach, aber trotzdem waren eigentlich alle ziemlich spaßig. Deswegen bleibt dran und genießt die Trails. Das hier ist so ein Wald, Leute. Hier will ich reinziehen. Blockhütt baue, hier wohne. Geil, geil, einfach geil. Wie gut es hier aussieht. So, wir haben jetzt über Kameras schwadroniert. Der Emmo fährt jetzt vor. Schneller! Hier, du quietsch. Ich quietsch auch. Dass der Fahrradträger und Zinterbelege quietschen. Da kommt die Fahrtechnik vom Fahrtechniklehrer raus. Da wird eindeutig das Rad gelegt. Sehr gut. Ach, die kann man immer schön hinterherrollen. Da hat man immer, ist man immer schön nah dran. Wundervoll. Macht ja nichts. Hab ja trotzdem Spaß. Blöd ist nur, man sieht nichts. Das ist immer schwierig dann. Das war schon der ganze. Jetzt geht's Ritterstein 1.
Na, hier ist ein Drop. Alles easy. Noch ein Drop. Na, ist cool. Hier ist nass, Emo. Hier ist ganz schön nass. Oh! Hier ist richtig nass. Aber das macht nichts. Wir sind ja nicht aus Zucker. Mini-Steinfelder wäre ich gerne schneller für gewesen. Alter, hier steht's Wasser. Ach du Heiland! Heilein! Ja, nach dem ersten Trail direkt der Super-GAU. Die Füße waren eigentlich schon nass. Also die Pfützen waren teilweise wirklich bis über Felge tief. Und ja, was soll man machen? Man muss ja irgendwie runterfahren, ne? Und es gab noch andere Trails. Und die mussten ja auch noch erforscht werden. Oh, Pfütze! Jetzt egal. Jetzt egal. Pfütze! Alter! Tiefer als gedacht, der Drop. Boah. Junge, Junge, Junge. Der ist ein bisschen flach, der Trail, muss ich sagen. Er könnte ein bisschen Gefälle gebrauchen. Farmer oder Landwirt? Die Frage. Opa. Schaut euch doch bitte mal diesen Wald an. Also wäre dieser Trail noch etwas steiler und damit ein bisschen flowiger, wäre das absoluter Hammer. Es sah so gut aus. Das ist grüne Moos und dann dieser kleine Single Trail, der sich darunter schlängelt. Also wirklich absolut wunderschön. Was hat man ja trotzdem. Mo hier, der muss flotter gewonnen. Definitiv. Ah! Herrlich! Ritterstein 3. Hoppa. Meinst du das? Das meint er, glaube ich. Ja, ist schon ganz cool mit den Drops hier und da. Oh, Holz! Spring ich mal lieber drüber. Jetzt gedacht. Immer genug Essen, Kinder, damit man nicht vom Fleisch fällt. Haferkraft, scheiß Müsli hier, Riegeldinger. Okay. Viel zu viel Zucker, scheiß Dreck. Egal, hat in die Rückentasche gepasst, ich hatte noch zwei. Show me your
Race Face. Boah, eng. Aber eng. Schneller. Ah ja. Hoppa. Guck doch mal, wo du hinfährst, Jung. Eieiei. Oh. Hab mich an dem Zuckerding verschluckt gerade. Sag ja, Zucker tötet. Na, fahren wir die Inside. Oh, drop. Oh, der ist aber cooler wie der andere. Hüppa. Hey, sind schon hoch. Alles klar, Chef. Ah ja. Ja. Können wir weiter? Aha. Let's go. Ja, gut. Wurzelfädchen. Puh, eng, enge Nummer. Das ist nicht flach, das ist bergauf. Gutes Training. Das könnte E-Bike-Stage sein. Also der Wurzeltrail hätte mir wahrscheinlich mit einem Biobike keinen Spaß gemacht. Also der ging teilweise wirklich bergauf über diese, ja, ich will sie nicht Wurzelteppiche nennen, aber schon viele, viele Wurzeln. Und man ist gar nicht so richtig auf Geschwindigkeit gekommen. Dazu war der teilweise an manchen Stellen noch ziemlich eng. Mit dem E-Bike allerdings hat das Ganze schon gut Bock gemacht. Es war aber nicht unanstrengend. Also es war jetzt nicht ohne. Aber das muss ich ja sowieso. Ich muss ja sowieso trainieren für die Enduro-Bonn-Rennen. Ja. Ja. Ding, ding. Okay. Hoppa. Hoppa. Hey, das ist cool. Oh, verdammt. Da habe ich einen vergessen. Wo ist noch einer? Ah, verdammt.
Das ist das Berühmte hier. Von diesem Teilstück habe ich jetzt schon sehr oft was gehört. Und rein optisch war es schon ziemlich, ziemlich technisch. Und ich wusste auch bis dato gar nicht, ob ich das überhaupt hinkriege, gerade bei dem Wetter. Aber ich dachte mir, unversucht will ich es gar nicht lassen. Und ja, deswegen habe ich ein paar Tries probiert und es lief nicht ganz so gut. Aber man muss ja auch mal zeigen, wenn man was nicht hinkriegt. Alter, das ist ein Drecksding. Alter, ein Drecksding. Ey Junge, das muss doch machbar sein. Das ist machbar. Ausgeklickt. Mann, das triggert mich. Ausklickt. Ich könnte platzen, ey. Aber das wird... Ich gebe auf, wenn ich aufgebe, ich gebe auf. Mich hat das Ganze schon gewurmt, dass ich das nicht hingekriegt habe zu fahren. Aber heute ist ja nicht aller Tage, deswegen kann man es ja beim nächsten Mal nochmal probieren. Vielleicht ist es dann noch ein bisschen trockener. Und ja, deswegen ging es für uns weiter auf den nächsten Trail und abhaken, Haken dran machen und ja, weiter geht's. Wurmt mich jetzt, dass ich das nicht gefahren bin, aber gut. Mühlenmund-Trail. Ein bisschen Abstand lassen, dann sehe ich auch, was kommt. Alles so flach hier. Oh Mann. Das habe ich jetzt verpasst. Verdammt. Eng. Enges Ding.
Der war gut. Der hat ja richtig Bock gemacht. Alter. Bürgermeisterstück. Sehr geiler Trail. Sehr geiler Trail. Nach dem Bürgermeister-Trail, der mir sehr, sehr gut gefallen hat, weil er ein bisschen schneller, ein bisschen enger war, ging es dann hoch zum Schwimmbad-Trail. Die erste Abfahrt zeige ich euch nicht, dafür aber die zweite. Wir sind nämlich nochmal hochgefahren, ein bisschen gefühlt quer durch den Wald, aber irgendwie hat uns Komoot da so lang geleitet. Aber wir sind das Ding dann nochmal gefahren und das war wirklich der geilste Trail an dem Tag. Also der hat mir so viel Bock gemacht, der hat so ein paar Sprüngchen drin und in allem ein sehr, sehr gut gebauter Trail mit sehr, sehr guter Linienführung. Also viel Spaß bei der zweiten Abfahrt. Der hat eben schön gerumpelt, der Trail. Jetzt rumpelt der Trail noch einmal. Vor allem, wenn man hier jetzt mal kennt, hat natürlich viel mehr Spaß bei so einem Kram. So. Boah. Ja, außenrum ist auf jeden Fall schneller, aber es war ja auch ganz cool. Muss ja nicht immer nur die schnelle Linie fahren. Die Wurzeln sind schon echt schlibberig. Boah. Schön vorausschauen, Blick haben. Dann sieht man auch, was kommt, bevor es kommt. Nicht nur einen Meter vors Vorderrad schauen. Ja, der Sprung ist cool. Macht Bock. Boah, Stein kickt. Sehr gut. Das habe ich eben nämlich verpasst. So, jetzt wollen wir das hier mal richtig machen. Ja, lernen wir besser. Okay, das war das Signal. Das war das Brumpfsignal von Emmo. Alter. Geil! Ah, der Part ist so gut! Alter! Der Part taugt einfach. Der taugt. Opa! Opa! Schade, leider schon wieder vorbei. Ist auch wieder so ein Trail. Den weiß ich ja, wie oft ich den fahren könnte.
So, wir sind durch. Ja. Die Räder sind dementsprechend ausschauend. Der muss auch durch, der ist auch dementsprechend ausschauend. Du siehst durchaus. Also sieht er eigentlich nur aus. Ich sehe durchaus, durchaus. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein und dann schreibt mal in die Kommentare, wie das mit der Qualität, Ton, Video und alles mit der neuen Kamera ist. Darf ich kurz erwähnen, wie schlammig das heute? Das war jetzt sehr schlammig, ja. Das war jetzt sehr schlammig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und yes, bis dahin, fahrt Fahrrad und ciao, ciao.